Kurz informiert bei heise online mit Isabel Grünewald. Uber setzte bei seinem Versuch, sich in Europa zu etablieren, unter anderem auf fragwürdige Kooperationen mit der ehemaligen EU-Kommissarin Nelly Kroes, dem späteren französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen FDP-Politiker Otto Fricke. Das berichten Investigativjournalistinnen und Journalisten aus aller Welt unter Berufung auf zehntausende Dokumente des US-Fahrdienstvermittlers, die dem britischen Guardian zugespielt wurden. Kroes hat sich demnach bereits für Uber eingesetzt, als ihr nach dem Abschied aus der EU-Kommission solche Lobbyarbeit untersagt war. Macron wiederum hat als Wirtschaftsminister Frankreich womöglich bei Behörden in Marseille zugunsten von Uber interveniert und Fricke soll seine politischen Kontakte für Uber genutzt haben. Die Plattform für elektronische Steuererklärungen Elster steht zurzeit nur beschränkt bereit. Aufgrund enormen Interesses an den Formularen zur Grundsteuerreform kommt es aktuell zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit, heißt es auf der Elster-Website. Wir arbeiten bereits intensiv daran, Ihnen so schnell wie möglich die gewohnte Qualität zur Verfügung stellen zu können, heißt es dort. Insbesondere am Sonntag sei das Portal zeitweise gar nicht erreichbar gewesen, wird berichtet. Außerdem kann der Bereich Mein Elster mit der App Elster Smart derzeit nicht genutzt werden, wenn die App und Mein Elster auf unterschiedlichen Geräten verwendet werden. Die Bundeswehr, die wegen schlechtem Ausrüstungszustand immer wieder in der Kritik steht, stellt nun teilweise Ersatzteile vor Ort auf der Fregatte Sachsen her. In einem mehrtägigen Test auf der Nordsee soll geprüft werden, ob per FDM-Druck angefertigte Maschinen und Ausrüstungsteile auch unter den besonderen Bedingungen eines Kriegsschiffs in ausreichender Qualität herstellbar sind. Der Salzgehalt der Luft und die Schiffsbewegungen sowie Schwingungen aus dem Antrieb stellen besondere Herausforderungen im 3D-Druck dar. Das Schnäppchenportal eBay Kleinanzeigen wird künftig den Namensteil eBay streichen und unter der Marke kleinanzeigen.de auftreten. Die ehemalige Kleinanzeigensparte von eBay, zu der auch mobile.de gehört, war im Juni 2021 an den norwegischen Online-Marktplatz Adevinta verkauft worden. Noch für die neue Webadresse allerdings ins Leere. Auch das Logo wurde noch nicht geändert. Der neue Markenauftritt werde bis Juni 2024 entwickelt und erst nach und nach sichtbar, teilte das Unternehmen mit. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de. Werbung. Komm zur BDBOS, Telekommunikation für die Bundesbehörden. Wir brauchen Verstärkung für unsere Dienste. E-Mail, Voice und Video, Betriebsengineer und viele mehr. Kannst du noch nicht? Bringen wir dir bei. Als ITlerin bist du bei uns goldrichtig. www.bdbos.de